Der Bund lässt deutschlandweit alle Verkehrsschilder gegen neue austauschen. Bald sollen alle Schilder im neuen Design am Straßenrand stehen. So ist der Mann mit Hut nicht mehr zeitgemäß und wird durch ein neutrales Männchen ersetzt. Die Unterschiede sind teilweise minimal. Auch die Ulmer sind sich nicht immer sicher, welches Schild neu und welches alt ist. Neu. Ich denke, das ohne Rand, oder? Das hier. Das ist alt oder neu? Das Neue. Das wird das Neue sein, das ist das Alte. Ich denke, das ist neu und das mit dem Hut ist eher älter. Alt, neu. Ich würde jetzt sagen, alt, neu. Ist eins männlich, eins weiblich vielleicht. Die sind ja alle so identisch. Wenn alt und neu sich so ähnlich sehen, welchen Zweck erfüllt die Umstellung dann? Es kostet sicher Geld. Und ob jetzt der Strich da ist und wir es nicht einmal einschätzen können, ob es alt oder neu ist, dann kann es ja nicht wichtig sein. Und es ist doch die Funktion und nicht das Design. Also ist der größte Quatsch. Ich weiß noch nicht unbedingt den Sinn an der Sache. Warum nicht? Die Zeit verändert sich, warum nicht die Schilder? Fällt wahrscheinlich den meisten gar nicht auf. Es gibt jetzt gerade Wichtigeres zu verbessern, Schlaglöcher und so weiter. Da braucht man nicht so an Kleinigkeiten herummachen, an so Schilder. Das ist notwendig. Man sieht es ja hier zum Beispiel an dem Schild. Na, so läuft da kein Mensch mehr rum mit Hut. Hätte vielleicht nicht sein müssen. Im Laufe der Zeit hätte es ja vielleicht gereicht, dass man dann alte Schilder, die hässlich geworden sind, die nicht mehr gut erkennbar sind, dass man die neu macht. Aber die alten hätte ich erst mal gelassen. Wir müssen doch alles sparen, oder nicht?